Oh, da geht auch schon einer hin, oder? Oder läufst du zurück in die Stadt? Oh, da läuft in die Stadt rein. Und hier? Läufst du auch in die Stadt? Läufst du in die Stadt? Er soll doch da lang. Oh, ich hätte da einen Bus bauen sollen. Einfach hier zur Straße runter. Die Bahn ist viel zu teuer. Oh, es läuft die Bahn. Läuft zu schnell. Nein, es soll doch zur. Soll doch zum Konferenzzentrum. Ach Mann. Mit der Boeing Aircraft Company werden oh, jetzt wir hab ich's die zugemacht. Rakete entwickeln, die den ersten Menschen zum Mond bringt. Sofern uns die Russen nicht zuvorkommen. Die haben bereits jetzt den ersten Mann in den Orbit geschickt und im Gegensatz zum Hund sogar lebend zurückgebracht. Damit endlich auch ein Amerikaner im Weltraum kreist, müssen die Raketenprototypen baldmöglichst reif für ihren Einsatz sein. Helfen wir bei der Beschaffung der notwendigen Messgeräte für die Testanlage. Liefere Maschinen zur Produktionsstelle von der Boeing. Okay, das Baumaterial wollen die jetzt nicht mehr. Natürlich doof. Muss ich mal wieder kurz langsam machen, die Zeit. Erstmal gucken, wo kann man das Baumaterial dann hinliefern. Wer möchte denn hier Baumaterial? Die, gell? Dann müssen wir hier. Müssen wir definitiv hier ein Ding hinbauen. Ein Depot. LKW-Station. Hier haben wir eine schlechte Erreichbarkeit. Hier ist schon besser. Viel billiger, wenn wir einfach zwei bauen. Moment. Besorgt jetzt den Teil. Jetzt, wenn ich hier weiß. Das ist ein Schweinegeld hier, die Häuser abzureißen. Aber wir müssen ja auch die hier erreichen können. Aber auf der anderen Seite können wir dann hier halt auch noch andere Sachen dann hinliefern, wenn wir es brauchen. Ja, wir bauen es hier hin. Versorgt jetzt hier alles. Ist das ja eigentlich ziemlich unnötig. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Zeug. Jetzt müssen wir mal Oh, ist ja weit weg! Weit weg! Vielleicht mal fast einen Zug? Ist egal. Gibt Einnahmen. Die Linie gibt's eh schon. Baumaterial, LKW. Jetzt Seattle. LKW, Baumaterial. Seattle Anbau, Ober Seattle. Du fährst jetzt dann statt dem, fährst du jetzt einfach dahin. So, Seattle Abzweig. Jetzt müsste es eigentlich wieder laufen. Hoffen wir das mal. Wir bräuchten da dann definitiv noch mehr Fahrzeuge, weil das so eine weite Strecke ist. Material. Und bevor ich das mache, schaue ich erstmal kurz nach. 3, 4, 5, 6 Stück haben wir da jetzt. Ja, dann würde ich da mal noch 3 Stück kaufen. Habe ich die Linie doch umbenannt gerade, dachte ich. Jetzt. Seattle LKW, warum?
Wir haben immer noch 0 Leute dahin geliefert. Warum? Achso, doch. 6 Stück haben wir hingeliefert. 6 Personen. Das schaffen wir aber nicht. Drei warten. 14 sind drin. Elf Stück steigen hier aus und die gehen auch ziemlich alle dahin. Okay, das ist gut. Suche mal Einheiten abzutransportieren. Ja gut, das wollen wir ja jetzt machen. Wollen wir ja jetzt tun. Wenn sich mal rumspricht, dass die Linie hier ist. Baumaterial, aber es ist doch jetzt eigentlich eine Linie da. Ja, jetzt beladen die. Jetzt wird beladen. So, jetzt spinnt mein PC wieder rum. Das fällt wahrscheinlich in der Aufnahme nicht so arg auf. Ich muss noch mal kurze Pause machen, ich bin gleich wieder da. So, nach einer kurzen Aufnahmepause setze ich direkt wieder ein hier bei Transport Fever. Ich habe mich kurz mal noch im Standbild umgeschaut. Wie es aussieht, müssen wir hier dann auch noch mal so ein Ding machen wie vorhin. Es wäre also fast cleverer gewesen, wir hätten das Teil hier hingebaut. Weil... Das erreicht nämlich jetzt hier dieses Gebäude nicht, aber das sehen wir dann. Wir reißen das dann einfach ab und bauen das dahin. So, ich habe mal noch auf Pause gelassen. Wir müssen jetzt Maschinen transportieren. Hierher. Und die Maschinen bauen wir aus. Bretter. Und Stahl oder Stahl und Kunststoff. Kunststoff würden wir hier herstellen aus Getreide oder Öl. Das Getreide würde ich aber nur ungern dazu nutzen, Kunststoff herzustellen. Genauso wie das Öl wir ja hier hinten kriegen. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir Bretter her? Wir kriegen ja gar keine... Doch, hier sind Bretter. Hier würden wir Bretter herkriegen. Müssten wir nur davor transportieren. Also nur in Anführungszeichen. Ich meine, wir können es ja Zeit lassen. Das Ziel vor 1970 sehe ich eh nicht als schaffbar. Deshalb kann ich mir da ja eigentlich Zeit lassen. So, deswegen würde ich sagen, wir bauen doch mal so einen Zug. Denn das ist ja sonst alles nicht machbar hier mit LKWs. Da müsst ihr komplett hier vorfahren oder wir müssten eine Brücke mit einer Autobrücke hier rüber bauen, der die Bretter davor bringt. Aber wir brauchen ja auch Eisen. Hier ist die Eisenmine. Hey, wo ist denn die Eisenmine? Hinten. Ne, Kohle. Kohle? Okay, und aus der Schlacke können wir dann was herstellen? Auch wieder Baumaterialien. Haben wir nicht hier kaum noch Baumaterialien? Der Bedarf wohl nicht so hoch. Erhalte die Produktion noch 6 Monate aufrecht, damit die Industrie vergrößert wird. Okay, waren jetzt das Eisen hier? Das sind Bretter hier, gell? Ne, das Eisen. Aber wir brauchen sogar keine Bretter hier. Es gibt keine Bretter, kein Holz. Das heißt, wir müssen das aus Eisen und Kunststoff herstellen. Das heißt, wir brauchen Öl. Und Öl kriegen wir hier. Und Rohöl haben wir hier. Also kommen wir jetzt nicht mehr um diese Zugverbindung rum.
haben wir keine Chance. Mal gucken, wie wir den Bahnhof bauen können. Lass mal wieder laufen. Langsam erstmal, um zu sehen, ob wir das Ziel hier überhaupt erreichen können. Wir sind jetzt knapp über 400, das heißt, wir müssten bei 200 Tagen müssten wir die Hälfte haben, um das Ziel zu erreichen. So, Kopfbahnhof. Das würde gehen. Für beide. Okay, das passt. Es ist wichtig, dass da beide passen. Schlacke können wir ja dann da auch hinliefern. Das ist ja nicht. Jetzt würde ich das Terrama mit anmachen wollen. Aber die Frage ist, baue ich denn nicht gleich auf zwei Gleise aus? Ah, wir brauchen, es reicht einer. Wir bauen einfach zwei Gleise nebeneinander, dann können wir zwei Züge fahren lassen. Haben wir ja gelernt, dass es geht. So. Ah doch, das sieht ganz gut aus. Wir müssen 20 Tagen, 20 Leute. Machen wir wieder schneller, dass wir mehr Geld kriegen. Und hier wieder reinbohren. Aber da wäre auch ein Hochgeschwindigkeitsgleis vielleicht nicht schlecht. Hochgeschwindigkeitsgleis. 160 Meter sollten definitiv ausreichen. Mehr hatten wir eh noch nie. Und ein Gleis natürlich auch. Enden. Dann bauen wir ein Hochgeschwindigkeitsgleis mit Oberleitung, falls wir dann doch mal Züge haben, die jetzt hier direkt drauf. Ja. Wird natürlich auch hier außen rum gehen. Könnte was billiger sein. Vom Terrain her. Also irgendwas nimmt hier richtig Kohle ein und ich glaube, das sind die Fluglinien. Die macht 1 Million. Das sind die Fluglinien, die machen 6 Millionen. Fluglinien gehen richtig gut ab. Oh ne, wir können hier nicht lang. Das ist das Naturschutzgebiet. Oh, der Sound, da ist gerade ein Flugzeug an unserem Kopf vorbeigeflogen. Okay. Hervorragend. Alle Wissenschaftler haben es zum Kongress geschafft. Der Austausch war sehr erhellend und bringt unsere Nation beim Wettlauf ins All um einiges vorwärts. So, wir bauen auf jeden Fall das Gleis hier entlang. So. Und dann bauen wir hier einen Güterbahnhof. Da müssen wir aber jetzt zwei Gleise machen. Von Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, zwei Gleise. Würde nämlich auch reichen. Da noch hin. Was sehr gut ist, weil dann können wir die Schlacke nämlich einfach hier rein transportieren lassen. So. Wir bauen gleich das zweite Gleis daneben, hätte ich gesagt, weil sonst ist es ja alles eine verschwendete Zeit. Wir brauchen es ja eh. Dein Ernst, oder? Ja. War jetzt ein bisschen dumm von mir.
Das ging doch sonst auch, dass man Zeit darüber wechseln konnte. So, das passt. Passt auch, passt doch. So. Ja doch, sieht gut aus. So, hier passt's. Wo müssen wir dann hin? Hier müssen wir die Schlacke abholen. Müssen wir hier definitiv vorbei. Genauso wie hier die Maschinen. Ist doch gar nicht so einfach. Hm? Hier muss das Öl hin. Das Öl kommt von ganz da hinten. Genauso wie das Eisen. Okay, wir schauen mal. Kriegen wir hier einen Kopfbahnhof hin? Ne, kriegen wir nicht. Also muss es ein normaler Güterbahnhof werden. Mit einer Gleise, würde ich sagen. Ich muss jetzt echt aufpassen. Muss ich doch noch langsamer die Zeit machen. Also, hier rüber fahren. Hier brauchen wir Stein. Und die, ach, hier soll nur die Schlacke ankommen. Also das ist nicht ganz so wichtig hier. Und was haben wir hier hinten? Hier produzieren wir die Kohle und das Öl. Das, diese Linie muss hier vorbei, um die Kohle abzuliefern. Also brauchen wir hier definitiv einen zweispurigen Bahnhof. So. Und hier kommt das Öl an. Das Rohöl. Und es muss dann. Das Rohöl muss dann zur Raffinerie. Genau, von da hinten hierher. Und hier müssen wir aber auch noch weiter, um das Eisen für hier abzuholen. Also diese Linie, Kohle, Eisen, Eisen. Sehr schön. Das wird passen. Da kann ich hier ein Gleis drüber bauen. Kann ich. Brauchen wir hier nämlich auch einen zweigleisigen Bahnhof. Ah, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, dass wir hier Straße so hochkreuzen. Jetzt mal die Straße hier kreuzen. Ist ja doof, dass das jetzt dann nochmal so hoch ist, ne? Versuche mehr Einheiten abzutransportieren, das kriegen wir hin. Wenn wir auch einen Zug machen können. Vielleicht bauen wir dann noch eine Zuglinie später. Und abtransportieren beides. Vancouver Farm. Was hat jetzt das Problem? Ja, das Problem. Lebensmittel müssen weg. Sieht's hier aus? Ziemlich voll alles. Die ist ziemlich viel. Er braucht vier oder Getreide, deswegen. Da hätten wir auch einfach einen. Vieh kaufen. Ach so, dann hätten wir nämlich das Vieh hierhin transportieren lassen können. Und das Getreide. Das hätten wir ja da runter transportieren müssen. Nee, nee, das passt schon. So, das Getreide muss hier rein. Oh nein, das wollte ich. Ich wollte ja mehr Vieh wegtransportieren. Die Bauernhof. So. Okay.
Lassen wir mal so laufen. Klingt jetzt da oben ein bisschen rum, aber das soll uns nicht weiter stören. An dieser Stelle. Ja, okay. Also wir haben jetzt hier zwei Linien hingebaut. Die müssen wir natürlich auch weiterführen von hier aus. Mal sagen, dieses Geld macht uns jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr so viel Sorgen. Ich werde natürlich aufpassen, dass wir nicht zu teuer bauen. Ich will da noch einiges mehr bauen. So. Gerade ist in der großen Kurve am besten. Dass der Hochgeschwindigkeitszug nicht so viel abbremsen muss. Macht es ja auch keinen Sinn, dass wir einen Hochgeschwindigkeitszug bauen. Aufpassen, habe ich da schon zwei Linien? Nein, jetzt wäre ich natürlich fast in die falsche gegangen. Der linken. Jetzt hier entlang legen. Passt. So, die erste Linie ist fertig. Da können wir schon mal stolz auf uns sein. Also das heißt, die erste Linie. Erste Linienabschnitt ist fertig. Hier kommen wir jetzt nicht drum rum, dass der Zug langsamer fahren muss. Weil das Terrain da doch recht hoch ist an der Stelle. Wird doch besser, wenn wir hier außen rum fahren. Sehen, wenn ich will. Mach dir mir halt einen Tunnel. 600.000, ja, machen wir einen Tunnel, komm. Jetzt wieder ein bisschen schneller. So. So. Warum? Steigung zu groß, habe ich schon befürchtet.